drücken Sie Escape, um zum Hauptmenü zu gelangen. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zu einem neuen Let's Play, beziehungsweise einem alten neuen Let's Play, denn heute ist der 23.10.2013, das heißt für die, die es interessiert, vor genau einem Jahr habe ich mich entschlossen, mit den Let's Playen anzufangen und ja, weil Rune das erste Let's Play war, was ich aufgenommen habe, aber eine miserable Qualität hatte. Erstens vom Commentary, zweitens von der Aufnahmequalität habe ich mich entschlossen, das als kleines einjähriges Gimmick nochmal neu zu machen. Und ja, jetzt sitze ich hier bei dem Spiel Rune, was mich eigentlich auch zum Let's Play gebracht hat, denn meiner Meinung nach ist das wirklich ein Spiel derer, die man nicht vergessen sollte. Denn das ist eins der geilsten Spiele, was es gibt. Denn es ist ein Actionspiel. Ich lese jetzt mal hier bloß den Klappentext. Den habe ich mir nämlich vor einem Jahr, habe ich mir nämlich dieses Game bei Amazon in gebrauchter Manier geholt. Es ist zwar nur akzeptabel, aber es ist immerhin noch spielenswert. So, hier schauen wir mal, was hinten drauf steht. Wikinger fürchten nur zwei Dinge. Den Zorn der Götter und ihre eigenen Stammesgenossen. Die dunklen Wikinger haben sich aufgemacht, ihre eigenen Stammesbrüder grausam auszulöschen. Als junger, unerschrockener Wikinger namens Ragnar liegt es an ihnen, ihre Sippe zu retten. Erleben sie ein brillantes Fantasy-Action-Spiel voller nordischer Mythen und Legenden. Und nicht nur die dunklen Wikinger werden ihre Wege kreuzen, auch kampfeswütige Zwerge und schreckliche Ungeheuer trachten ihnen nach ihrem Leben. Und damit viel Spaß! So, genau, das ist erstmal der Klappentext. Sehr einprägsam, oder? Also das ist ein Spiel, ich glaube, das hat sogar FSK 18. Und hier steht von der GameStar noch ein Kommentar vorne auf dem Cover drauf. Effektvolle Prügeleien im hohen Norden. Ja, das ist das Kommentar von der GameStar. Das Spiel ist von Human Head. Ja, da sehen wir den werten Freund. Und ich habe das auch sehr oft im Multiplayer gezockt gehabt, beziehungsweise gesuchtet. Das trifft es wohl eher. Also wirklich wahrhaft gesuchtet, denn das actionmäßige Kämpfen, so im Nahkampfszenario, ist schon was Geileres, als immer nur mit irgendwelchen Gewehren aufeinander zu ballern, meiner Meinung nach. Und erst recht, als ich das dann früher in der Schule immer gezockt habe mit Freunden, war das immer was Besonderes. Erst recht, weil man hier jemanden Körperteil hoch abschlagen kann, aber das sehen wir ja alles gleich. Und deswegen starten wir jetzt einfach mal ein neues Spiel. Boah, gehen wir auf Mittel. Und jetzt Intro. Von der Stunde ihrer Geburt an hören die Kinder des Nordens Geschichten vom Ende der Welt. Der Tag, an dem Wölfe die Sonne und den Mond verschlingen werden. Wenn das Licht der Sterne verlöschen und die Erde erbeben wird. Wenn die Götter eine letzte große Schlacht gegen die Stämme der Giganten schlagen werden, die alle neuen Welten verwüsten wird. Göttervater Odin ist den Menschen von jeher wohlgesonnen gewesen. Den Getreuesten unter ihnen schenkt er als Symbol seiner Macht in der Menschenwelt Midgard Steine, in die er seine Odinsrune gekerbt hat. Die tapfersten aller Krieger wachen über diese Runensteine bis zum Tag ihres Todes, an dem sie von den Walküren nach Valhalla gebracht werden, um dereinst an Odins Seite in der Schlacht von Ragnarök zu kämpfen. Von allen Geschöpfen auf den neuen Welten fürchtet nur eines Ragnarök nicht, der verderbte Gott Loki. Von Odin höchst selbst, tief in die Eingeweide der Erde verbannt, kann nur Ragnarök Loki befreien, auf dass er Rache an den Göttern als auch an den Menschen nehmen kann.
Und nur die Macht von Odins ruhenden Steinen in Midgard halten den Tag Ragnarök fern. Noch. Volk von Wotankelt, wir haben uns heute hier versammelt, um einen aus unserer Mitte zu ehren. Er ist der Jüngste, dem diese Ehrung je widerfahren ist. Doch trotz seiner Jugend ist er über alle Maßen weise und stark. Er hat sich als Schildknappe in den Schlachten von Hyndal und Utterby bewährt und er hat wertvolle Dienste bei der Befestigung dieses Dorfes geleistet, als die böse Kunde aus den Nordlanden zu uns gedrungen ist. Er hat sich mit den stärksten unserer Krieger im Zweikampf gemessen und sich als würdig erwiesen, in ihren Kreis aufgenommen zu werden. Ragnar, Sohn von Jarl, knie nieder vor Odins Runenstein und höre meine Worte. Von heute an sollst du die Leichtigkeit der Jugend hinter dir lassen und dich als Mann erweisen. Gelobe, diesen Stein und das Dorf, das ihn umgibt, zu beschützen. Gelobe, bis in den Tod hinein Seite an Seite mit deinen Gefährten zu kämpfen, um den heiligen Schrein des Göttervaters zu verteidigen. Erhebe nun dein Schwert zum Zeichen, dass du bereit bist, dich als würdiger Krieger der Odinsklinge zu erweisen. So, und da wären wir auch gleich im Spiel. Also ihr seht schon, grafisch ist es jetzt nicht gerade so super episch. Es ist aber, das habe ich vergessen noch am Anfang zu sagen, es ist aus dem Jahre 2000, also somit 13 Jahre her. Das darf man überhaupt gar nicht vergessen. Benutzen-Taste? Was war denn jetzt die Benutzen-Taste? War Benutzen-Taste, boah. Hallo? Benutzen-Taste. Da müssten wir jetzt gleich nochmal gucken. Optionen, Steuerung, WASD, Strafe, links drehen, hocken, runter, bla bla bla, bla bla bla. Benutzen, Steuerung. Ah, perfekt. So, ich wollte jetzt bloß nochmal gleich am Anfang mit euch alles abgehen, was es hier so gibt. So, hier haben wir eine Anlegestelle, einen kleinen Hafen. Quatschen wir mal mit dem Typen. Wie geht es dir, mein Junge? Na, was sage ich, Junge? Du bist ja jetzt ein Mann und ein Krieger, nicht wahr? Gratuliere, Krieger. So, also wir sind jetzt schon ein wahrer Krieger, bloß ohne Waffe. Wir gucken uns jetzt das ganze Dorf nochmal in Ruhe an. Wotankelt oder Wotankelt, wie es auch immer hier heißen mag. Genau. Da kam man gerade raus aus dieser Zeremonie. Genau, da brauchen wir jetzt nicht nochmal reingehen. Ich finde auf alle Fälle dieses Genre auch sehr interessant, weil sonst wird ja immer dieser christliche Glauben vertreten, aber dieser nordische... Anscheinend ist der Waffenmeister nicht ganz so hoher Meinung von dir wie der Rest des Dorfes, Junge. Er erwartet dich im Langhaus, um dich auf die Probe zu stellen. Na, da werden wir doch gleich mal hingehen. Aber da finde ich dann diese mystischen Sachen, diese nordische Mythologie, finde ich in dem Falle schon sehr, sehr interessant, weil, wie man es hier gleich am Anfang gehört hat, dass die Norden, die Nordleute, die haben immer gleich mit der Sterblichkeit wurden sie in Verbindung gebracht, von wegen, dass die Welt irgendwann mal untergehen wird. Nicht so wie die Christen, welche dann immer sagen, ja, alles wird gut, alles wird gut. So, Moment, jetzt habe ich mich hier selber gerade mal ein bisschen verirrt, ja. Oh, hallo? Ragnar, jetzt bist du also endlich in die Ränge unserer Krieger aufgenommen. Hat Ulf... Ah nein, wie ich sehe, steht dir deine letzte große Prüfung noch bevor. Ah, okay. Der gibt hier uns auch so leichte Tipps, was jetzt noch passieren könnte. Also, wir müssen uns auf alle Fälle nochmal beweisen bei dem Waffenmeister. Das ist halt einfach nur Tutorial. Ich wollte bloß mit euch hier nochmal alles gesehen haben, denn, ja, die Grafik, ja, okay, grafisch gibt es jetzt hier nicht viel Großes zu sehen, aber dass man wirklich hier dieses gesamte Ambiente sich einfach mal verinnerlicht, so anschaut und so ein bisschen emotionale Bindung aufbaut, das ist ein Haus, oh, hier, hier, hallo? Sei gegrüßt, Ragnar.
möge Odin stets deine Klinge führen. Ja, super. Jetzt haben wir auch noch einen Priester gequatscht. Schön. Und nun gut, wenn wir dann die ersten Kampfanimationen sehen, dann werdet ihr sehen, wieso ich das da früher schon gesuchtet habe. Es gibt verschiedene Waffen, aber dazu kann ich ja gleich nochmal ein paar Worte verlieren. Hallöchen. Sei gegrüßt, mein Sohn. Ich hoffe, du bist gewappnet für deine letzte große Prüfung gegen Ulf. Trink einen Schluck Met, um dich zu stärken. Du musst dich weiter in der Kriegskunst üben. Nur dann gewinnst du Stärke und Erfahrung. Und beides wirst du in diesen dunklen Zeiten brauchen. Mord und Totschlag suchen das Land heim. Und ich fürchte, auch unser Dorf wird nicht mehr lange davon verschont. Deine Mutter und ich sind stolz auf dich, mein Sohn. Dereinst wirst du mir nachfolgen und meinen Platz als Oberhaupt dieses Dorfes einnehmen. Nun geh. Trotz der Zeremonie musst du dich noch mit Ulf messen, bevor du dich Krieger nennen kannst. Er erwartet dich im Langhaus. Okay, jetzt nehmen wir hier uns erstmal ein Stück Met. Oh, da sehen wir schon, das sind die Anfänge der Crisis Engine, der Frostbite Engine von Battlefield 3. Habt ihr gesehen, wie wir da den Krug einfach mal so zerdeppert haben? Unglaublich. Also für die Zeit war es wirklich unglaublich. So, hier machen wir das Türchen auf. Also man steuert hier mit WASD, habt ihr ja gesehen gehabt, als ich da bei den Einstellungen schon rumgeschmückert habe. Ich gucke jetzt bloß hier nochmal um die Ecke. Hallo? Ja, genau, hier müssen wir rein. Da geht uns auch gleich in die Tür zu. So, hier haben wir einen Streitkolben. Yay! Mit dem können wir hier auch viele Sachen kaputt machen. Fand ich damals richtig geil, weil sowas habe ich selten gesehen gehabt, bis dato, bei solchen Spielen, dass man hier wirklich so eine Freiheiten hatte. Hui! Hier nehmen wir uns das Schild noch von der Wand. Und da, Schild. So. Das fand ich unter anderem auch sehr geil. Da ist eine Zappeldechse. Okay. Dass man hier mit Rechtsklick blocken konnte. Und auf der rechten Seite, da sehen wir unter anderem das Leben unseres Schildes. Wenn man nämlich einen zu starken Hieb abbekommt. Oh, das zeige ich jetzt einfach mal. Solltest du doch wissen, dass man mich nicht warten lässt. Ach, komm hier, Pippelapupp. Du hast mir was gemacht, mein Junge. Aber Grünschnäbeln wie dir habe ich noch immer das Fell gegerbt. Du magst Sigurd besiegt haben und in den Kreis der Odinsklinge aufgenommen worden sein. Doch die Zeremonie... ...im Brauch bist du erst dann ein wahrhafter Krieger, wenn du dich mit dem Besten des Dorfes gemessen hast. Mit und das sollst du sein? Ist die wahre Probe. Wow, geil. So. Dann bin ich ja der Beste, war im Dorf. Wenn ich den besiegt habe. So, auf alle Fälle. Hier, lassen wir uns mal schlagen. Da seht ihr, wie rechts das Schild abnimmt. Also ist richtig cool gemacht. Und unter anderem. So, ich guck gerade mal, wo das war. Also das ist Hocken. Achso, hier. Genau, Y. ist provozieren, fand ich auch mal cool im Multiplayer, dass man einfach mal so gemacht hat. Yeah, Mann, dass man einfach mal die Leute ein wenig herausgefordert hat. Man kann natürlich auch die zwischen den Waffen alle rumzwitschen. Man kann die auch werfen. Das war immer das Geilste, denn später hat man unter anderem auch die Möglichkeit von irgendwelchen Großschwertern. Da hat man halt so ein dickes, fettes Großschwert gehabt und das konnte man unter anderem jemanden in den Wams rammen. Also dann flog da mal so ein Großschwert und dann hat man halt mit so einem Großschwert in dem Oberkörper weitergekämpft. War auf alle Fälle eine richtig coole Aktion. BAM! So. Jetzt gehen wir mal auf unser Schwert. So, dem haben wir jetzt erstmal das Schild auseinandergekloppt. Jetzt ist er eigentlich schutzlos. Aber das... Gut gemacht, oh. Krieger. Du hast die Prüfung bestanden. Denn ich wüsste nicht, was ich dir noch beibringen könnte. Nun gilt es für dich nur noch, Erfahrung in der Schlacht zu sammeln. Okay, das ging aber schnell.